Heute geht es in diesem Beitrag um die ALG und um die Apparate, die zwischen 1895 und 1930 hergestellt wurden. Wir haben mit einem sehr alten ALG-Motor, der um 1895 bis ca. 1910 hergestellt worden ist, den ersten Ventilator, und zwar nehme ich an, dass hier tatsächlich dieses Gerät als Ventilator verwendet wurde, weil wir hier vier Bohrungen finden, die genau den gleichen Abstand haben wie ein Ventilatorgehäuse. Und wenn wir da einfach einen Flügel drauf machen, haben wir tatsächlich einen Ventilator, der im Prinzip prima funktioniert. Später hat die Firma ALG tatsächlich dann auch Füße hergestellt, um dann den Motor draufzusetzen, der ja noch deutlich erkennbar ist von dem alten Motor. Und diese Geräte konnten dann auch an der Wand befestigt werden mit diesen Bohrungen. Und natürlich mit diesem Gabeldreher konnte man dann auch den Ventilator schwenken. Somit war dann dieses Gerät auch letztendlich einsetzbar für die Wand. Die Tischgeräte hatten hier im Prinzip eine feste Motorgehäusesituation und wurden trotzdem mit diesen Bohrungen häufig auf einem Arbeitsplatz oder eben auch auf dem Schreibtisch festgeschraubt, weil die alten Geräte recht unruhig liefen und damit dann natürlich wanderten, und wenn sie runtergefallen sind, und dann erkennt man hier zum Beispiel auch einen Riss vom Gehäuse, auch dieses Gerät ist irgendwann einmal beschädigt worden. Die kleineren Geräte hatten die gleichen Bohrungen, haben dann natürlich einen kleineren Motor. Dieses Gerät wurde bei der ALG bis etwa 1906 hergestellt. Ab 1907 war dann Peter Behrens zuständig als künstlerischer Beirat für die Gestaltung der Geräte, und er hat sich gleich etwas einfallen lassen. Er hat, wie es ein Architekt eben so macht, Elemente genommen wie ein Quader, ein Kreis als Dekorationselement, hat dann auch vom Farblichen her zum ersten Mal Grün als Farbe eingeführt für die Ventilatoren mit Gold bzw. Messing. Dies ist der typische ALG-Fuß, der etwas deutlicher die Abstufungen aufzeigt. Und wenn wir dann den zweiten Fuß uns anschauen, den er mit kreiert hat, sehen wir ganz deutlich, dass das massive Stufen sind und dass da diese organische Bereich nicht mehr gegeben ist, sondern wirklich Abtrennungen zu sehen sind, wie bei einer Stufe. Es gibt natürlich weite Geräte, die eine Mechanik aufweisen, um rechts und links zu schwenken in verschiedenen Größen. Und wir sehen hier auch immer einen Gussfuß, das heißt massives Eisenguss, und das Gehäuse, das Motorgehäuse, weist hier Kreise auf, Rechtecke, und ist dann auch wieder so ein bisschen architektonisch gestaltet. Wir haben auch hier immer verschiedene Größen. Das ist die kleinste mit etwa 20 cm Flügel, 25 cm Flügel, und hier haben wir einen etwas größeren mit 30. Diese Geräte wurden hergestellt bis in die 20er Jahre, aber dann nicht mehr mit dem klassischen Peter Behrens Schutzkorb, sondern man hat dann angefangen, den Schutzkorb zu verändern, im Sinne wie eine kleine Sonne, hier die Sonnenstrahlen, und später ab 1925 finden wir hier dann auch den Schriftzug AEG, und dann ab 27 ist das Ganze schwarz gehalten und AEG ist in Goldfarbe im Prinzip aufgedruckt. Nach 1920 wurde dann die Produktion umgestellt. Wir haben keinen Eisenguss mehr, sondern wir haben bei den nächstfolgenden Geräten im Prinzip Blech gedrückt bzw. gepresst. Und auch hier kann man sagen, Peter Behrens hat keinen Einfluss mehr, denn er ist bereits 1914 aus der AEG ausgeschieden.
und hat dann im Prinzip auch bei der Gestaltung und bei dem Design dieser Geräte nichts mehr zu tun. Wir sehen auch keine seiner Elemente mehr, weder bei dem Motorgehäuse oder bei den Öffnungen fürs Motorgehäuse, noch auch bei dem Schutzkorb. Das ist ja schon bei diesem Gerät hier deutlich zu sehen, wo wir im Prinzip diese Sonne haben mit den Strahlen und nicht mehr diese klare, deutliche Linienführung, die noch bei Peter Behrens zu sehen war, indem wir gerade Schutzkörbe haben, die nicht diese gebogene Situation aufweisen. Ja, ich hoffe, Sie können jetzt nachvollziehen, welche Geräte unter Peter Behrens Einfluss standen und welche Geräte nicht. Denn auf den Verkaufsplattformen finden Sie immer wieder Hinweise, das sei Peter Behrens Design und das bei Geräten, die in den 30er Jahren entstanden sind oder bei der Firma Siemens. Und da stellt sich in der Tat die Frage, hat Peter Behrens wirklich für die Firma Siemens gearbeitet? Ich habe im Internet keinerlei Informationen gefunden, die das belegt, und dementsprechend denke ich auch, das wird eher nicht der Fall sein. Ich bedanke mich und freue mich, wenn Sie mir Ihren Ventilator anbieten, denn ich suche immer noch einige Modelle, die mir fehlen. Tschüss!